Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Langes Wochenende, sehr anstrengend, viele Probleme, viele Sachen musste ich regeln und muss immer noch. Gestern spontaner Livestream, war recht spontan, also so wie immer. Manchmal ist es halt positiv, manchmal kommt es gut an, manchmal läuft es dann eher nicht so. Ich hatte das Gefühl, dass es nicht so läuft, aber Feedback war trotzdem gut, aber das ist meistens immer gut, weil ihr echt coole Zuschauer seid und gute Fans. Und ich überlege gerade, ob ich das überhaupt veröffentlichen will, weil, wie gesagt, ich hatte da echt schlechtes Gefühl, dass es nicht so lief. Aber für alle, die das gesehen haben gestern, könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, ob es nur Einbildung war oder echt nicht so top. Auf jeden Fall, demnächst muss ich auf jeden Fall mal einen zu Hause machen, ein bisschen ruhiger, ein bisschen chilliger. Da kann ich da auch bei den Einstellungen ein paar Sachen verändern, damit das dann demnächst alles besser und reibungsloser läuft. Ansonsten, gestern wurde das Thema im Livestream gestellt. Das Thema angeschnitten, und zwar geht es um meinen zweiten Account. Mein Gott, jetzt habe ich mich schlecht vorbereitet. Ich komme gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und zwar geht es um meinen zweiten Account. Wurde gestern auch gefragt, was mit dem eigentlich passiert ist, und ich habe vor kurzem gesagt, dass ich demnächst erwähnen werde, was mit dem passiert ist. Ist eigentlich ganz leicht. Ich habe nicht mal mit dem gespielt. Aber gehen wir erstmal rein. Ich war schon ewig nicht mehr drin. Nur vorhin kurz, um zu checken, ob das überhaupt die aktuelle Software ist. Das kann eine Weile dauern, weil es ist ein bisschen langsamer geworden. Früher, oh mein Gott, früher lief es echt reibungslos, aber das ist auch ein Grund, wieso ich momentan, eher ein unwichtiger Grund, aber einer der Gründe, wieso ich nicht so viel mit dem Spiel oder gar nicht. Also der Hauptgrund ist allgemein, dass ich halt echt gar keine Lust habe. Momentan zocke ich eben sehr, sehr wenig. Ich habe auf meinem Main-Account nicht mal die 41 Millionen geknackt. Wir haben die 40 Millionen vor fast einem Monat geknackt oder so. Und seitdem sind ungefähr 4 Wochen, also ein Monat vergangen, und ich habe nicht mal 1 Mille gemacht, was sehr, sehr wenig ist. Demnächst genaues dazu, wie viel ich eigentlich so im Durchschnitt mache, und ihr fragt mich immer, wo ich am besten EPs mache und sowas. Dazu demnächst auf jeden Fall ein Video, denke ich mal. Aber im Durchschnitt, also wenn ich sehr, sehr wenig spiele, so Standard, ist es ungefähr 50.000. Das heißt, selbst in einem Monat ist es 1,5 Millionen. Wobei 1,5 Millionen immer noch schwach ist, weil es gibt ja noch Wochenenden oder so, wo man halt mehr spielt. Also eigentlich müsste man so mit 2 Millionen rechnen, wenn man nicht viel spielt. Also wenn man recht aktiv ist, aber auch nicht so viel spielt. Und wenn man viel spielt, dann sollte man echt so mit 3, also in meinem Fall mit 3 Millionen rechnen. Und ich habe halt nicht mal 1 Million gemacht. Und zufällig gestern, zwei Kollegen haben mir Bescheid gegeben, Screenshots geschickt, was weiß ich, dass sie die 40 Millionen geknackt haben. Also die waren nicht weit hinter mir, also ein paar Millionen waren die schon hinter mir. Jetzt sind die mir dicht auf den Fersen, nur noch ein paar hunderttausend entfernt. Birgit auch, letztens, die war 5 Millionen, glaube ich, sogar hinter mir. Jetzt in diesem Monat fast aufgeholt. Ich habe letztens gehört, dass sie fast die 40 hat. Also kommt natürlich darauf an, was fast 40 ist. Also für manche ist 38 fast 40. Für manche ist 39, irgendwas fast 40. Also mal schauen, aber die hat auch aufgeholt. Also Konkurrenz schläft nie, auch wenn ich jetzt die Tage echt gechillt habe. Aber Motivation kommt demnächst bestimmt wieder. Video zu Motivation und wie viel man grindet und so wollte ich demnächst auch noch machen. Aber Motivation für den Kleinen auf jeden Fall komplett tot. Ich bin jetzt eingeloggt. Immer noch Level 23. Der hat eigentlich alle legendären Vögel. Arctos, Zapdos, Lavados, er hat echt alles. Am besten mache ich mal einen Screenshot für euch. 4 Despotar, 2 Galaxo, Lugia, Zapdos, 2 Lavados, 1 Arctos. So. Den Screenshot und ansonsten. Also alle legendären habe ich. Außer Entei. Vielleicht mache ich den noch, mal schauen. Pokédex allgemein. Warte, Screenshot. 104 gefangen, 169 gesehen. Ich habe jetzt nicht mal beim Event, beim Safari-Event in Pasing, alle Buchstaben gefangen. Also da seht ihr bereits, wie wenig Motivation ich hatte. Ich habe, warte, ich glaube 3 von 5. Genau, ich habe auch nur 3 von 5 Buchstaben. Also da war schon tote Hose. Und das Interessante ist vielleicht, ich habe noch nie entwickelt mit dem. Noch keine Entwicklung durchgeführt. Beutel voll, Pokémon voll, also Items voll. Sogar 357 von 350. 5 Glückseier, 70 Rare Candies, die müssen eigentlich weg. Also eigentlich ist schon spannend, so versuchen aus dem kleinen Maximale rauszuholen. Was würde ich jetzt als erstes kaufen? Weil der hat zum Beispiel jetzt 1100 Münzen.
Ah, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, kommt vielleicht ein bisschen wieder die Lust, aber mal schauen, also erstmal auf jeden Fall nicht. Aber da, eigentlich kann man da echt schon viel machen. Wie ist es am besten, jetzt optimal zu spielen als Free-to-Play-Spieler, weil ich bin Free-to-Play, dazu demnächst eigentlich auch ein Video. Ich habe euch nicht alles gezeigt, weil damals hatte ich eh kaum Zuschauer. Was habe ich als erstes gekauft, was finde ich am besten, was sollte man zuerst machen, wie sollte man alles am besten ausnutzen, maximieren, optimieren. Das hatte ich eigentlich mit dem vor, aber wie gesagt, die Leidenschaft war nicht da. Verlosen, verschenken werde ich den nicht, weil der mit einer E-Mail-Adresse verbunden ist und die kann ich natürlich nicht einfach so verschenken. Die ist in Gebrauch. So, reden wir über mehrere Accounts. Ich kenne viele, sehr viele Spieler, die haben mindestens noch einen zweiten Account. Letztens habe ich Tati getroffen. Ich mache so das Auto auf, er sitzt so da. Zwei Handys auf dem Schoß. Ich habe echt gelacht. Also, der hat jetzt auch einen zweiten Account gestartet. Auch rot, weil er zwei rote braucht, um schneller die Arena zu klatschen. Früher hat man halt verschiedene Farben gebraucht, damit man sich rausschäben kann. Also, damit man sich reinschäben kann, damit man jemand anderes rausschäben kann. Das heißt, beim alten Arena-System den Schwächsten kicken und dann sich selber reintrainieren. Das war das größte Problem beim alten Arena-System. Und manche haben ihn halt auch gebraucht, um einfach nur die ganzen Münzen zu sammeln jeden Tag und dann mit dem zweiten die Lokmodule zu schmeißen. Also damals hat das auf jeden Fall mehrere Vorteile. Momentan eher nicht so. Man kann sich halt selber rauskicken, damit man die Münzen bekommt. Damit man halt nicht ewig in der Arena steht. Aber ich habe damit keine Probleme. Die Gebiete sind recht hart umkämpft. Also ich werde da jeden Tag gekickt. Das ist echt kein Problem. Es gibt natürlich auch welche, wenn Trading irgendwann mal rauskommt, damit die halt sozusagen mehr bessere Pokémon haben. Aber ganz ehrlich, das finde ich echt relativ unnötig. Ich meine, ich habe jetzt schon von allem mehr als genug. Abgesehen von den legendären Vögeln, weil ich nicht so viel raide, aber abgesehen von denen habe ich echt von allem eigentlich genug. Und wenn ich auf meinem Main-Account etwas nicht habe, dann werde ich es auf dem hier sicherlich auch nicht bekommen. Das waren so ein paar Gründe, wieso Leute mehrere Accounts haben. Ich meine, falls ihr noch einen anderen Grund wisst, schreibt es unten in die Kommentare. Manche wollen einfach auch nur alle drei Farben haben, weil sie einfach so krass sind, weil sie einfach Bock drauf haben, mehr zu spielen. Aber ich persönlich kann da echt nicht so viel spielen. Also ich habe echt nur Aufmerksamkeit, Konzentration und Liebe, Leidenschaft für einen Account. Und ich merke es halt echt, oder habe es gemerkt, wenn ich mit dem gespielt habe, dann geht auf jeden Fall ein bisschen, auch wenn ich sehr wenig mit dem gespielt habe, dieses sehr wenige geht dann halt von meinem Main-Account weg und das will ich nicht. Und manchen ist es halt egal. Und ich habe es halt echt nie geschafft, auch nur irgendeine Leidenschaft oder Interesse für den zu entwickeln. Den habe ich echt nur ab und zu mitgeschleppt und manche schaffen es echt, drei Accounts gleichzeitig mit derselben Leidenschaft zu spielen. Echt Respekt dafür. Vor allem ist es auch mental richtig anstrengend. Man muss immer an zwei Accounts denken oder sogar drei. Man muss immer sorgen, dass die alle Münzen bekommen haben, alle Arenen haben und sowas. Weil selbst mit meinem Main-Account habe ich Zeiten, da habe ich nicht mal den Raid gemacht oder nicht mal die 50 Münzen bekommen. Und für alle, die Multi-Accounten, die müssen mal zwei, mal drei denken. Also meiner Meinung nach ist das viel zu anstrengend, kostet viel zu viel Kraft und ab und zu kommt das Thema Sucht auf und ich habe früher Poker gespielt, dementsprechend habe ich da eine ganz andere Auffassung von Sucht. Aber viel Spielen ist meiner Meinung nach nicht gleich Sucht, sondern wenn man in seinen Gedanken immer und ständig an das Thema denkt, dann ist man süchtig. Und solange ich nur einen Account habe, zocke ich den, wann ich will und wenn nicht, dann denke ich nicht mal an den. Aber wenn ich zwei oder drei Accounts habe, dann muss ich immer und ständig an die denken. Und das ist dann für mich schon die Sucht. Also da beginnt die Sucht für mich. Und darauf habe ich echt keinen Bock. Dementsprechend habe ich den jetzt für manche leider. Also ich hatte ein paar Ideen mit dem, aber ohne Screen Recorder. Und wie gesagt, die Leidenschaft fehlt für den zweiten. Haben diese Projekte und diese Pläne für den echt nie stattgefunden. Aber ja, das war's zu meinem zweiten Account. Für alle, die es interessiert hat. Leider nie die Leidenschaft dafür entwickelt. Manche, wie gesagt, schaffen es 2-3 zu spielen ohne Probleme. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so läuft. Zockt ihr mehrere Accounts? Zockt ihr einen sehr intensiv und den nur ab und zu? Also ich kann den immer noch ab und zu mitnehmen für Raids oder so, aber selbst daran denke ich nicht. Aber mal schauen, vielleicht mache ich das. Aber wie gesagt, schreibt unten rein, ob ihr mehrere Accounts zockt und wie ihr das Thema so findet. Habt ihr Leidenschaft für mehrere Accounts oder seid ihr auch eher so, ein Account reicht mir, alles andere ist echt zu hart, zu hardcore, zu suchti. Schreibt das alles unten in die Kommentare und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Und wir sehen uns in Oberhausen.